Rentenkatastrophe. Kommt jetzt wirklich das Ende der Rentenanpassungen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja die letzte Rentenanpassung sozusagen erfolgreich absolviert. Und zwar zum 1.7.2024 gab es 4,57% mehr Rente. Und natürlich, wie sollte es auch nicht anders sein, regt sich sofort erster Widerstand und sozusagen eine ganz wichtige Beraterin des Bundeskanzlers, die Chefin der Wirtschaftsweisen, die Frau Dr. Professor Dr. Monika Schnitzer, haut jetzt mal wieder ordentlich einen raus. Also sie schnitzert sozusagen, ich kann es Ihnen gleich mitteilen, und fordert, dass die Renten so wie bisher nicht mehr steigen dürfen. Ich zeige Ihnen das mal, was die Dame schon wieder fordert. Also irgendwie muss die, ich denke manchmal, die muss irgendwie Langeweile haben und nervt uns hier mit ihren Weltansichten über die gesetzliche Rente. Und wir alle haben uns ja gefreut, dass wenigstens nach ein paar Jahren hoher Inflation nun endlich auch mal Rentnerinnen und Rentner etwas von der Rentenanpassung haben und die nicht von der Inflation geschluckt wird. Und jetzt kommt hier unsere liebe Frau Schnitzer und die hämmert hier ordentlich einen raus. Entschuldigen Sie bitte, wenn die Werbung hier einblenden, da kann ich nichts dafür. Und die fordert eine Rentenreform. Es wäre also aus ihrer Sicht extrem wichtig, dass sie, dass es parteiübergreifend sozusagen Konsens wäre. Es wäre ein Gebot der Stunde. Wir könnten uns es nicht leisten, einfach die Renten weiter so steigen zu lassen. Sie fordert eine Rentenanpassung, ein Rentenanpassungsmodell wie in den anderen Ländern, zum Beispiel wo in Österreich zum Beispiel, wo es inflationsbedingte Anpassungen nur gibt und nicht lohnbedingte Anpassungen gibt. Meine Damen und Herren, ich hätte ja gar kein Problem damit, darüber nachzudenken, ob man sowas machen könnte. Aber ich habe immer ein Problem damit, dass das immer wieder aus dem Wort dieser Frau kommt, solche Vorschläge, wo ich wirklich so einen Hals kriege. Diese Dame ist eine Beamtin und bekommt eine hochende Beamtenpension später mal gezahlt. Und sie wäre die einer der ersten, die dagegen klagen würde, wenn der Gesetzgeber eine Regelung einführen würde, dass die Tariferhöhungen auf die Beamtenpensionsentwicklung nicht mehr durchschlagen würden. Meine Damen und Herren, ich finde das einfach nur unredlich, was diese Dame wieder ablässt. Und ich kann einfach nur sagen, Herr Scholz, entlassen Sie endlich diese Frau. Als Wirtschaftsweise hat die in unserem Land nichts mehr zu suchen. Es sind unerträgliche Vorschläge, die diese Frau hier ablässt. Ich bin der Meinung, wenn man schon darüber redet, eine Rentenreform einzuführen, dann bitte schön, doch aber unter Einbeziehung aller Beamtinnen und Beamten, aller Politikerinnen und Politiker, natürlich immer nur zukunftsbezogen, für die Vergangenheit ist das nicht mehr möglich. Aber letzten Endes kann es nicht sein, dass Frau Schnitzer hier immer solche Bolzen raushaut und dann die Leute auch massiv verunsichert. Die Menschen sind wirklich verunsichert. Viele fragen sich, was kommt jetzt noch? Gibt es gesetzliche Änderungen, die auch für mich als Rentner, als Bestandsrentner nachteilig sein können? Und sowas zum Beispiel, wenn eine Rentenerhöhung oder eine Rentenanpassung nach den gesetzlichen Vorschriften, die wir sie jetzt haben, für die Zukunft abgeschafft würde, würde das natürlich massive Auswirkungen auch auf Bestandsrentner haben, denn deren Renten würden dann nicht mehr nach der Lohnentwicklung angepasst werden, sondern nach der Inflationsentwicklung angepasst werden, meine Damen und Herren. Ich finde es also sozusagen schon eine Riesensauerei, dass Leute, immer wieder Leute über eine Rente, über ein Rententhema sprechen, von dem sie selbst persönlich nicht betroffen sind. Und das, meine Damen und Herren, finde ich unredlich. Und deshalb, liebe Frau Schnitzer, wenn Sie mein Video sehen, hören oder irgendwas von mir lesen, hören Sie bitte einfach auf. Solche Ratschläge sind wirklich kontraproduktiv. Die Menschen haben fleißig gearbeitet und die Rentenanpassungsformel wird und sollte nicht verändert werden. Sie kann gerne geändert werden, aber dann im Wege einer großen, umfänglichen Reform, wo wir endlich eine Erwerbstätigenversicherung bekommen und Leute wie Sie, Frau Schnitzer, dann auch in die Rentenkasse einzahlen müssen.
Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.